Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Assassin's Creed Odyssey. Dann wollen wir doch mal gucken, ne, was wir hier noch alles machen können. Wir sollten erstmal hier das auflösen. Was? Was? Ach, okay. Töten wir ihn am besten noch nicht. Der olympische Frieden und so. Ich glaube, das kommt nicht so gut. Ich meine, wenn er das manipuliert, ist das schon scheiße, aber er ist halt gerade voll in der Menge, ne? Er ist halt nicht irgendwo, wo ich ihn mal eben kurz zur Strecke bringen kann und es sieht keiner. Das kriegen wir so nicht hin. Und ich gehe mal ein bisschen taktischer vor als sonst. Sonst war das immer egal, wir waren ja nicht hier in Olympia. Da war es immer so, ja, okay, wenn uns jemand sieht, scheiß drauf. Aber ich glaube tatsächlich, gerade auch weil wir gerade Teilnehmer für Sparta sind, ist das nicht gerade, spricht das nicht gerade für uns, wenn wir hier den vor aller Leute Augen umbringen, ne? Deswegen machen wir erstmal die Quest. Kümmern können wir uns um ihn, wenn er, nicht mehr da ist. Oder nicht mehr da ist, nein. Wenn er. Das war definitiv Gift. Oh. Und Alcibiades war nicht das einzige Opfer. Ja. Okay. Die wurden vergiftet? Okay. Eieieiei. Dann wollen wir doch mal hoffen, dass es ihm gut geht. Das ist der Beweis. Mhm. Gift. Jemand hat es ins Essen und den Wein gemischt. Okay. Das Essen riecht komisch, aber nicht verdorben. Ja, wenn es nur vergiftet ist, dann, ne? Ein Speiseplan für die Feier. Ah, ja. Und der Name des Händlers. Statten wir diesem Priam einen Besuch ab. Jo, das können wir gerne machen. Dann finden wir mal alles heraus, ne? Ich hoffe, ja, Alcibiades wird geholfen. Dass er irgendwie einen Mediziner bekommt oder irgendwie sowas, der ihn gegen Gift behandelt. Irgendwie mit Aktivkohle oder irgendwie sowas in der Art. Hey, ich hab da, ich bin da was ganz Bösem auf den Fersen. Wir müssten mal reden. Ganz dringend. Und jetzt werden wir uns mal unterhalten. Bitte. Ja. Bitte, ich habe nur getan, was man mir gesagt hat. Ach Mensch, er weiß sogar schon Bescheid. Ich bin nicht hinter dir her. Nur hinter dem Verantwortlichen. Ich habe sein Gesicht nie gesehen. Ich dachte, er wollte nur ein Rennen schieben. Doch dann sah ich, was mit diesen Leuten geschah und wusste, sie wurden vergiftet. Mein Freund Alcibiades. Ich muss ihn retten. Gegen Gift in der Festung Koroibos. Ah, okay. Ich kümmere mich um den Schuldigen. Geh, ich will dein Gesicht nie wiedersehen. Ja, hab Dank. Ja, ja. Ja, Cassandra, wir sind so, ne? Was? Zeit zu sterben! Warum? Was habe ich getan? Ich habe mit ihm geredet. Achso, Alcibiades. Sollten wir nicht. Achso, bringen wir. Hä? Gift schon? Komm her. Ich hoffe, Barnabas geht's gut. Ah ja, okay. Jetzt ist er wieder hier. Hier. Ich habe das Gegengift. Oh. Ich meine, ich bin ja nicht gegen Alcibiades. Er ist ja ganz in Ordnung. Ne? Ach, mehr Wein bitte, um den Geschmack wegzuspülen. Oh. Hippokrates wäre beeindruckt. Tja, ich habe von ihm gelernt. Ich spüre schon, wie meine Kräfte zurückkommen. Oh.
Na dann. Steht nicht noch ein letzter Kampf im Pankration aus? Ja, leider. Gehen. Na dann. Komm mit. Eile mit Weile. Ich hoffe, wir werden nicht nochmal angegriffen. So. Wo ist denn eigentlich die falsche Schlange hier? Da hinten. Jetzt könnten wir ihn erwischen. Vielleicht ohne, dass er gesehen werden. Wo ist er denn? Also definitiv außerhalb, ne? Und da wir außer ihm sonst niemanden entdeckt haben, werde ich ihn mal kurz beiseite schaffen. Ich habe ja gesagt, wenn er irgendwie, ne, alleine ist, dann holen wir ihn uns. Komm, ich warte mal aufs Pferdchen. Und bin, ja, das scheint ja jetzt eingetroffen zu sein, deswegen ich werde ihn mal kurz markieren. So. Also mehr alleine als da vorne geht ja nicht mal, ne? Dann let's go. Pferdchen, wir müssen uns beeilen, wir haben noch einen Kampf vor uns. Oh. Pferdchen ist sehr langsam heute. Dann nehmen wir wenigstens noch mal ein bisschen Holz mit. Okay, jetzt ist es schneller. Und hier sind wir am Holz vorbeigelaufen. Hier spring mal runter. Okay. Okay, es hat niemand gesehen. Wir haben den Olympischen Frieden nicht. Ich werde euch alle erledigen. Ja, nicht geschadet. So, wir wissen ja, wo er war. Ist ja hier unten. Genau. Den finden wir ja, wenn wir den letzten hier auch noch kriegen. Nö. Okay. Wir können wieder zurück. Das wollte ich nur mal eben kurz erledigt haben. Ich meine, wenn er die Olympischen Spiele tatsächlich vereiteln wollte oder irgendwie manipulieren, dann ist er dazu jetzt nicht mehr in der Lage. Ne? Und wir können einfach weitermachen. Ohne, dass wir Angst haben müssen, dass er jetzt, also zumindest er es macht. Ne? Wenn der Kult sich noch einmischt, dann nicht mehr über ihn. So. Ja, ja, ich bin da. Ich bin ja schon da. Hab ich was verpasst? Bitte was? Okay. Wollen wir mal anfangen? Dein nächster Gegner ist Dorieus. Er behauptet, er stamme von Herakles persönlich ab. Okay. Gut, dann, ich bin bereit. Hast du je gegen einen Olympiasieger gekämpft? Nein, aber ich bin bereit. Tja, du siehst nicht so aus. Du bist ja nicht mal eingeölt um Zeus Willen. Tja. Ich habe doch Öl. Es könnte nützlich sein und es roch so gut. Ich nehme es. Ja. Okay. Gut, das ist gut, dass wir das Öl haben. Dann hilft es wenigstens uns, wenn es schon nicht Testicles geholfen hat, ne? Ich meine ja nur. Ich meine, wenn das schon so, dann machen wir das doch. Also ich meine, es bringt uns ja keinen Nachteil, es nicht zu machen. Ne? Riechst besser als das letzte Mal. Ah ja. Bringen wir es hinter uns. Für Hera.
Wir sahen, wie aus einer Unbekannten eine Herausforderin wurde. Ja. Und nun sehen wir, wie sie sich gegen den amtierenden Meister schlägt. Dorius! Ah, ja. Na dann. Hi. Na? Magst du Schmerz? Ja, kommt drauf an. Wenn du weiterleben willst, musst du dich ein bisschen anstrengen. Tja. Ich würde sagen, das war nicht schwer. Ich meine, wir sind auch ein paar Level drüber. Gewonnen! Nike! Tja. Woohoo! Tja. Gut. Jetzt haben wir auch noch für uns selbst geklatscht. Das ist super. Ne? Ja. Und jetzt? Die Götter waren gnädig zu ihnen, unseren Helden! Ah ja. Doch, es kann nur ein Sieger geben! Ja. Ich weiß. Wuhu. Oh, wir sind tatsächlich eingeölt. Dir gebührt ewiger Ruhm. Tja. Wir sind wirklich eingeölt. Ja, wir sind tatsächlich sehr eingeölt. Naja, wenigstens riechen wir gut. Das ist doch, ja. Wenigstens etwas, ne? Wenn wir schon ölig sind, dann wenigstens mit gutem Duft nach Myrrhe. Ne? Aber sollten wir nicht in allen Disziplinen... Ich dachte irgendwie, ja. Hat er da nicht irgendwie gesagt, dass das irgendwie... Ha. Ah ja. Pankration. Und jetzt? Und jetzt? Okay, waren das schon die Olympischen Spiele? Anscheinend ja, ne? Ja, hier fehlen uns ja noch ein paar. Ja, gut. Ich glaube, das waren die Olympischen Spiele. Das ging schnell. Ich habe gedacht, das wird noch ein bisschen mehr. Deswegen haben sie auch diese ganzen kleinen Mini-Quests hier noch mit hingemacht, denke ich. Ja. Naja. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal nach Arkadien, war das, glaube ich, ne? Genau, in Arkadien. Das von Sparta, ne? Eingenommen wurde. Bildnis der Artemis in der Zeder. Ich bin gerade blind. Ach ja, hier. Hier. Goldene Felder. Hier sind die goldenen Felder. Ach, hier. Hier sollen die in der Nähe sein. Hier zwischen irgendwo. Naja, finden wir schon. Und wenn wir da den Vogel mal wieder vorschicken, dann ist das halt so. Werden sie wohl irgendwo sein. Nö. Ist ja schon ziemlich eingegrenzt. Gucken wir mal, ne, dass wir sie finden.
Wir werden sie schon finden. Ich bin mir sicher, dass wir sie finden. Ne? Okay. Da sagte, sie wartet auf mich beim Bildnis der Artemis in der Zeder. Ihr. Was? Wofür denn jetzt? Wieso kann ich das... Okay. Interessant. Warum? Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt. Wir haben nichts getan. Ich weiß, dass ich eben noch kein Kopfgeld hatte. Ich rufe mal ein Pferdchen, damit wir schneller unterwegs sind. Aber wo kommt das Kopfgeld her? Ich meine, wenn es irgendwie storytechnisch irgendwie... Aber erklärt es doch wenigstens. Oder werden wir von den Königen gesucht, weil wegen Sparta und so. Ah, das ist aber gemein. Das ist aber gemein. Ich meine, die haben uns schließlich losgeschickt, ne? Ich will nicht sagen, dass wir nicht erfolgreich waren. Okay, Testikles ist tot. Aber dafür können wir nichts. Okay, warte. Ah, ja. Endlich sehe ich Martha und Brasidas wieder. Ja. Aber da oben ist noch jemand anderes. Das gefällt mir gar nicht. Wer bist du? Ich? Ein Niemand. Doch du. Du bist sogar göttlicher als Brasidas dich beschrieben hat. Ah ja. Er sollte eine Statue von dir stehen. Brasidas? Aha. Was hat er mit all dem zu tun? Kriegerin, sagte er. Such nach der mächtigen Kriegerin mit dem zerbrochenen Speer. Ja. Das göttlich ist von mir. Okay. Brasidas erkennt eine Kriegerin, wenn er eine sieht. Meine Taten würden jede Statue überdauern. Das stimmt. Dein Ruhm sollte auf jedem Gipfel besungen werden. In Arkadien bist du schon eine Legende. Deswegen werde ich auch gejagt. Wo ist Brasidas? Ich muss ihn sprechen. Sicher musst du das. Und die Frau, mit der willst du auch sprechen, ja? Moment. Ja. Du bist ihr sehr ähnlich. Ja, ich weiß. Sag mir, wo sie hin sind. Das sollte ich. Dafür hat mich Brasidas immerhin bezahlt. Okay. Warum tust du es nicht? Er hat nicht genug bezahlt. Ach komm. Eben warst du noch so nett und freundlich. Komm mal her. Das war so klar. Machst du ein bisschen Fallschaden? Komm, ich geb dir ein bisschen Fallschaden. Ja, war klar. Fallschaden überlebt niemand. Überdauern jede Statue. Ah ja. Wer sagt sowas? Sag mir, wo sie sind, oder ich schneide dir das dumme Grinsen aus deinem dummen Gesicht. Er sagte, du wärst etwas jähzornig. Er hatte recht. Ja. Sag mir, wo meine Martha ist, und du kommst mit dem Leben davon. Du zeigst Gnade. Arkadien wird dir diesen Gefallen nicht erweisen. Tja. Sprich! Du findest sie auf einer Klippe. Mit Blick auf Tegea. Brasidas bezahlte dir nicht genug? Wer dann? Der Archon!
Er zahlt mehr für deinen Kopf, als Brassi das in diesem Leben verdienen wird. Sag mir, wer der Archon ist. Ich will einen Namen. Lagos. Sein Name ist Lagos. Und er ist der mächtigste Mann Arkadiens. Wer das Korn kontrolliert, beherrscht die Welt. Ah ja. Du hast noch mal Glück. Ich habe genug Blut gesehen. Oh, du wirst noch viel mehr davon sehen. Willkommen in Arkadien, Cassandra. Ah ja. Du läufst einfach so rum bei dem Kopfgeld. Das ist entweder sehr dumm oder sehr mutig. Ich brauche keine Angst zu haben. Guck mal, ich kann sogar Fallschaden ignorieren. Was kannst du? Du bist fast an einem krepiert. Ach, Mensch. Komm, dann gucken wir mal auf die Karte. Ach, da. Na gut, wir sind schon fast in der Nähe. Da brauchen wir nicht schnell reisen. Ich glaube, er ist vom Kult. Oder? Los. Kann es sein, dass der Lagos vom Kult ist und uns deswegen loswerden will? Ich meine... Ja, gut. Reiten Los. Ist nicht so mein Ding. Ich bin froh, dass ich nur in einer Disziplin olympisches Gold holen sollte. Sollte ich... Ich sollte eigentlich alle Kränze holen, aber irgendwie scheint sie das zu ignorieren. Naja. Ein Kranz ist besser als keiner, ne? Eigentlich sollten wir ja dafür sorgen, dass Testicles den Kranz holt, aber... Ja, lief nicht ganz so gut. Ich mach mal kurz die Markierung weg, die nervt. So. Dann wollen wir doch mal gucken, was hier vor sich geht. Das erklärt das Kopfgeld. Das erklärt das Kopfgeld recht gut. Aber trotzdem ist es schon ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, ne? Dafür, dass wir nichts getan haben. Zum ersten Mal. Ich meine, wir haben so viele Situationen gehabt, wo wir das Kopfgeld verdient hätten. Ne? Aber jetzt haben wir mal nichts gemacht und kriegen so ein hohes Kopfgeld. Einfach nur, weil man uns nicht mag. Sehr nice. Und dann noch nicht mal welches, das man wegmachen kann. Also die ganzen Taten, wo es gerechtfertigt war, konnten wir es wegmachen und jetzt... Ja. Okay. Ist in Ordnung. Ich bin zu sehr in Rage. Ja, ich weiß. Mittlerweile. Ich habe erfahren, was los ist. Auf die harte Tour, also, ne? Ein Glück hast du uns gefunden. Ja. Der Bote hat Glück, noch am Leben zu sein. Mhm. Er hat dich verraten, war sie das. Die Kultisten, von denen Myrine sprach. Sie wussten, dass du kommst und müssen Lagos gezwungen haben, ein Kopfgeld auf dich auszusetzen. Wir können Arkadien niemanden mehr trauen. Deshalb sollten wir den Kopf des Archons aufspießen. Das ist die Sprache, die der Marionettenkönig in Sparta versteht. Verdammt. Ja, ich weiß. Ich muss mal kurz mein Handy wieder anstöpseln. Irgendwie habe ich es geschafft, das Kabel rauszureißen. Finden wir heraus, was in Arkadien vor sich geht. Wir sollten dieses Lagos-Problem ohne allzu großes Blutvergießen lösen können. So wie damals mit dem Höker in Korinth? Die Menge wollte Blut. Gewalt ist nicht immer die Lösung. Ach. Was auch geschieht, wir brauchen Lagos lebend. Arkadien ist Spartas Kornkammer. Und Lagos hält sie gefüllt. Dieser Mann arbeitet für den Kult des Kosmos, nicht für Sparta. Dann müssen wir ihn aus ihren Fängen befreien. Das geht nicht so leicht. Warum sollte er aussteigen wollen? Kopfgeld und Drohungen sind nicht seine Art. Lagos ist ein Bauer, kein Mörder. Was also wäre dein Plan, Brasidas? Anders als deine Mutter bevorzuge ich die leise Lösung. Ich werde zunächst eines seiner Verstecke untersuchen. Vielleicht gibt es dort Hinweise. Okay. Was hältst du von dem Ganzen? Ich bleibe dabei. Schicken wir den Archon zu Hades. Wenn wir Sparta seine Kornkammer nehmen, ist der falsche König mittellos. Der Archon ist nicht mehr der Mann, den du kanntest. Der Kult hat ihn in der Hand. Da kam ich ja gerade rechtzeitig. In der Tat. Aber nun triff eine Entscheidung. Ich glaube, dein Plan erscheint mir sinnvoller, Brasidas. Danke.
Schön, dass du zustimmst. Ja, es ist egal. Die Gefühlsduselei vernebelt dir den Verstand. Nein, nicht wirklich. Tausende von Spartanern sind auf Lagos Korn und Schutz angewiesen. Sein Tod sorgt nur für Chaos. Ja, das stimmt. Wir müssen bedacht vorgehen. Zumal sie dann ja auch wissen, was wir vorhaben und, ne? Auf einem Bauernhof nordöstlich von Tegea. Triff mich dort, bevor du etwas tust, was du bereuen würdest. Ja. Vielleicht mache ich das auch nur, weil ich weiß, dass er stirbt und weil wir bei ihm in der Schuld liegen. Was, wenn Brasi das Plan fehlschlägt? Der Archon versteckt sich in der Festung Samikon. Das Monstrum ist nicht zu übersehen. Du kannst ihn zur Strecke bringen, aber sei vorsichtig. Er wird gut bewacht. Ja, ich weiß. Müssen wir die Verteidigung schwächen? Er hat Plan B ist immer noch voller Wachen und Silos voller Korn. Wäre doch eine Schande, wenn denen was passiert. Ach, Mensch. Wo genau, glaubst du, sind Lagos Wachen stationiert? Einige verbringen die Nacht in Tegea. Im Schmugglerwald stehen zudem ein Lager sowie eine Festung. Vernichte die Wachen dort und seine Verteidigung wird geschwächt. Okay. Wo finde ich die Kornspeicher? Der Archon lagert sein Korn in der Wiege des Pan, steckt den Speicher in Brand und sein Reichtum wird in Flammen aufgehen. Naja. Ich finde heraus, was Lagos vorhat. Viel Glück, mein Kind. Du verstehst es nicht. Es geht nicht nur um Feuer und Weizen. Es ist persönlich. Ah ja. Mann, gut, dass wir es nicht verstehen. Ich weiß nicht, ob ich ihn am Leben lassen kann, aber ich will Brasi das zumindest die Chance geben. Gerade aufgrund dessen, dass er aufgrund von uns leider nicht mehr lange am Leben sein wird. So. Bevor wir etwas Dummes tun, sollten wir uns mit Brasi das treffen. Da hinten ist der Dings. Der Typ. Okay, deswegen heißt die Quest auch töten oder nicht töten, ne? Wir haben schon einmal vermasselt, jemanden aus den Fängen des Kults zu holen. Ne, wir hatten es ja schon mal versucht mit dem Mädchen, falls ihr euch erinnert. Hier oben in Achaia. Ich glaube, sie ist irgendwie der Sturm oder so, ne? Und deswegen, ja. Ach ja, hier, das war das. Wo ist denn Dings? Wir sollten noch Brasidas treffen. Oder habe ich das noch nicht aktiv? Ach, ich habe das noch nicht aktiv. Okay. Ich war mal wieder zu schnell unterwegs. Ach ja, gut, jetzt haben wir's. Darf ich jetzt? Dankeschön. Hier. Ich spreche erstmal mit Brasidas. Wie gesagt, also, ne? Was ist das? Krümel statt Brot. Ach, und da hinten ist er, ja. Das könnten wir auch machen, ne? Ach nee, warte mal. Das war hier ihre Quest, ne? Kann das sein? Krümel statt Brot? Nee. Standgericht. Egal. Wir werden es herausfinden, wenn wir da sind. Ne? Dann wird sich hoffentlich alles lüften und wir werden gucken, was los ist. Ne? Gucken wir mal. Gucken wir mal, ne? Was alles los ist. So, Brasi, das ist da vorne. Dann werden wir mal uns mit ihm treffen. Ja. Freut mich natürlich, dass hier auch so viele Söldner unterwegs sind, ne? Das haben wir ja vorhin gesehen. Ich hoffe nur, dass die nicht so intelligent sind, ja. Also mit weniger Intelligenz bestückt. Dass die nicht gleich mal da sind, wo wir sind. Ich meine, ich könnte jetzt nachgucken, aber... Naja. Obwohl, wenn man bedenkt, auf Kefalenia waren die ja auch nicht so intelligent, aber da hatten wir auch nicht so ein hohes Kopfgeld, ne? Brasidas?
Moin. So, da bin ich. Du bist da. Ja. Lagos lebt also noch. Ja. Was ist das für ein Ort? Lagos ist ein Mann des öffentlichen Lebens in Arkadien. Mhm. Hier befasst er sich mit dem privaten Ding. Okay. Bitte sag mir, warum hilfst du einem Mann, der meine Mutter und mich tot sehen will? Ich kenne Lagos schon ewig. Er versorgte mich mit Vorräten, als meine Soldaten hungerten. Ein so unehrenhaftes Verhalten passt überhaupt nicht zu ihm. Okay. Und wonach genau suchst du? Wenn wir herausfinden, wer Lagos manipuliert, ist Blutvergießen unnötig. Ich dachte, stimmt. Spartiaten trinken Blut zum Frühstück. Ich hatte genug für zwei Leben. Ich habe noch Hoffnung. Ah ja, okay. Du verweichlichst, Brasidas. Als naja. Leonidas bei den Thermopylen fiel, schlossen wir uns gegen einen gemeinsamen Feind zusammen. Mhm. Athener und Spartiaten kämpften Seite an Seite. Was ist los? Jemand ist hier. Wurdest du verfolgt? Nein. Gut. Hast du den Brief von Lagos? Hab ich. Wir müssen ihn zum verbrannten Baum nahe eines goldenen Feldes bringen. Dort wird uns jemand treffen und ihn zum Versteck bringen. Ah ja. Dann holen wir uns den Brief. Lagos. Er könnte unsere Fragen beantworten. Ja. Ich folge ihm. Du durchsuchst weiter das Haus. Interessant. So. Goldene Felder. Hier sind die goldenen Felder. Beim verbrannten Baum. Nördlich vom Versteck des Archons. Ja, gut. Ah. Okay, ich dachte, das wäre irgendwie weiter entfernt. Deswegen wollte ich schon schnell reisen, aber... Naja. Gut. So weit ist das jetzt auch wieder nicht. Na gut, die wären wahrscheinlich auch nicht 1000 Meter gerannt. Ich weiß doch, dass es da ist. Spiel. Ist in Ordnung. Ich hab's doch schon markiert. Wie man sieht. Ich meine, wir sind beim Schleichen ja genauso schnell wie beim Rennen. Deswegen können wir auch mal geduckt in die Richtung gehen. Was ist so wichtig an einem Brief, dass sie uns brauchen? Da ist jemand! Niemand? Ich kam mit Lagos Familie hierher. Ich dachte, man bringt uns um. Wo sind sie? Unter der Erde. Stark bewacht. Geh und berichte meinem Freund Brasidas von all dem. Du findest ihn in einem alten Bauernhaus nordöstlich von Tegea. Das werde ich. Ich danke den Göttern für deine Hilfe. Ah ja, okay. Cool. Das hätte sich erledigt. Ja, das, ja. Dann wollen wir mal, also wenn er tatsächlich seine Familie da beschützen will, weil die halt vom Kult gefangen genommen wurden, da haben wir ja so einige Geschichten schon von gehört, ne? Von Familien, die vom Kult bedroht wurden und deswegen, kennen wir zum Beispiel auch aus Horizon Zero Dawn. Der Typ, der hat ja auch nur für diese KI gekämpft, weil, irgendwie eingesackt wurde von diesem Kult. Deswegen, also das kennen wir ja schon zu Genüge und, Leute dafür zu töten, dafür, dass sie nur ihre Familie beschützen wollen, das machen wir nicht. Was wohl da unten ist? Der Kult kann bestraft werden, aber, ne, nicht so. Nicht, wenn jemand nur seine Familie beschützen will. Glutenfrei. Oh.
Jetzt sind die Herren auch noch vegan und glutenfrei, oder wie? Na, ist schon gut. Gibt ja viele Leute, die Gluten nicht vertragen. Deswegen, nö. Ich glaube, ich befreie noch die Familie und dann beende ich den Part, ne? Es dürfte jetzt mittlerweile so Richtung Partende gehen. Wenn wir ein bisschen drüber sind, ein paar Minuten, ist ja nicht schlimm. Schade, dass ich nicht so einen Timer einstellen kann oben an der Ecke, ne? Okay. Aha. Wo komme ich denn hier hin? Komme ich wieder zum Eingang? Ah ja, okay. Ach komm, lass noch mal reingehen. Nein, war ein Spaß. Ach da. Entschuldigung. Stimmt, hier, wir müssen ja erstmal hier vorne. Wieder in den großen Raum. Was da wohl ist? Nein, Scherz. Die werden wohl da vorne sein, ne? Es beunruhigt mich, dass wir überall Schätze finden, aber noch keinem einzigen Kultmitglied begegnet sind. Ah, okay. Ich bringe erstmal ihn hier um. Oder? Psch, 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 psch. Vielleicht machen wir doch erstmal die hier. Ich warte mal. Ich bin geduldig. Okay, ist nur noch er, ne? Falls er überlebt, deswegen, damit er, sonst hätte er die anderen geweckt. Okay. Hätte ja sein können, dass es nicht richtig. Jutta! Ja, ich bin doch schon da. Lange hätte ich nicht mehr ausgehalten. Ja, ja. Danke. Ist in Ordnung. Hallo. Na? Oh. Wer bist du? Cassandra. Rasi, das schickt mich. Ja. Gehen wir nach Hause? Ich weiß es nicht. Wir sind seit Tagen in diesem Dreckloch gefangen, ohne eine Nachricht von Lagos erhalten zu haben. Okay. Ihr seid frei. Ihr könnt aber noch nicht zu Lagos zurück. Ja. Sind die gruseligen Männer noch bei Pater? Ja. Hast du vom Kult des Kosmos gehört? Nur Gerüchte. Mhm. Seit mein Mann diese neuen Geschäftspartner hat, waren wir von Wachen umgeben. Zu unserer Sicherheit, sagte er. Und dann eines Tages brachten uns diese Wachen dann hierher. Ah ja. Sie zwingen deinen Pater Dinge zu tun, die er nicht tun will. Ja. Ich finde Lagos und befreie ihn von den gruseligen Männern. Was wird aus uns? Ich gehe nicht zurück zu diesem Kerl. Und ohne die Wachen schweben wir in großer Gefahr. Geh fürs Erste zu meinem Freund Brasidas. Er erwartet euch bei dem Versteck nordöstlich von Tegea. Wo Lagos seine geheimen Treffen abhält. Ja. Ist die böse, Martha? Ich danke dir für unsere Rettung. Okay. Wir gehen zu Brasidas. Gut. Kehre. Cool. Ich weiß nicht, wie viel Mitleid ich noch mit Lagos haben kann, aber... Naja. Mal gucken. Ich meine, sie sagte ja neue Verhandlungspartner. Sie weiß ja nicht, wie viel dahinter steckt. Vielleicht tut sie mir auch erstmal Unrecht. Ne, ich bezweifle, dass er das so geplant hat. Hier geht's nicht raus, oder? Oder?
Oder doch? Deswegen auch die Fackel. Cassandra, könntest du mal bitte? Dankeschön. Wir nehmen den Geheimgang nach draußen, der bestimmt eine Abkürzung ist. Oder direkt in die Fänge des Feindes führt. Ich meine, beides wäre nicht verkehrt. Okay, gut. Ist eine Abkürzung. So. Sollen wir uns nicht mit Brasidas treffen? Frage von Freund. Sollen wir jetzt doch umbringen? Ich dachte, wir haben das gemacht, damit es bei Töten oder nicht Töten... Achso, ja gut, wir können wahrscheinlich dem... warte mal, ich mach das mal anders. Wir können wahrscheinlich dem Typen jetzt sagen, hier, deine Familie ist in Sicherheit, du musst arbeiten. Das kann es natürlich auch sein. Und vorher hätten wir es halt nicht sagen können. Aber jetzt, wo wir halt die Familie befreit haben, können wir dem halt sagen, hier, ja, ne? Und ihm die Möglichkeit bieten. Vorher hätten wir wahrscheinlich nicht die Möglichkeit gehabt, da irgendwie außer ihn zu töten, was anderes zu machen. Ne? Oh, warte. Ich wollte ja den Part beenden. Ups. Huch. Jetzt bin ich schon wieder viel zu sehr drinne. Und hätte beinahe vergessen, hier, ne? Gut, das machen wir dann gleich in der Stadt. Dann machen wir das da. Nö. So, gesagt, getan. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich auch wieder. Bis dann. Bye.